In diesem Video wollte ich euch mal das Tool KeePass XC vorstellen, einfach für den Fall, falls ihr mal von Windows auf ein anderes System wechseln wollt oder ja, seht jetzt hier meinen Kanal und habt KeePass Videos angeschaut und hättet das gerne verwendet auf eurem Mac oder auf eurem Linux System. Das geht völlig problemlos. KeePass XC ist auch in den Paketquellen von Ubuntu schon von Anfang an enthalten, lässt sich auch auf einem Mac installieren und die üblichen Funktionen funktionieren auch. Ist auch vom Aufbau her fast identisch, wie man es halt vom Windows KeePass bekommt. Man hat auch sein Autotype, man hat sein Advanced, wo man Felder definieren kann. Und. Das Einzige, was mir hier jetzt noch fehlt, sind sogenannte Templates, also Vorlagen, wenn man so einen Eintrag erstellt. Das soll aber mit der Version 2.5 nachgeholt werden. Ich glaube, aktuell sind wir so bei 2.4 oder sowas angekommen, 2.4.3, genau. Und mit Version 2.5 sollen dann wohl auch diese Templates funktionieren. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare eure Erfahrungen mit KeePass XC schreiben. Ich fand, dass das ziemlich ähnlich zum Original ist und es da eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen gibt und das Video deshalb jetzt auch fertig ist.